So, also an dieser Stelle erst einmal herzlich willkommen zurück in der Schlachtenansicht. Ja, es geht gegen den Meister Assassinen, den ich am Anfang auch nicht gefunden habe, weil er als Assassine, welche Überraschung, sich natürlich relativ easy verbissen kann. Ja, der Gegner ist gut aufgestellt. Es ist auf jeden Fall ein relativ interessantes Gefecht, aber ich will gar nicht zu viel verraten. Ja, ich habe natürlich wieder versucht, hier mit den Wargeists und dem Roten Herzog direkt gleich mal ein paar Einheiten direkt unter Druck zu setzen. Ich finde es übrigens auch echt cool, hier die Rattenoger. Die sind echt, die sehen echt nice aus. Boah, sind die ekelhaft. So richtig widerlich. Die schauen ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein etwas kleinerer Wargulf. So ein bisschen irgendwie, also sehr richtig widerlich. So. Die Wargeists schmeißen sich hier gerade mal rein und eieiei, das wird sofort wieder zur Dia-Show. Ah, lecko mio. Ja, ich habe dann hier noch versucht, irgendwie einen Seelenwind rein zu casten. Aber aus irgendeinem Grund hat der sich so komisch abgewandelt. Also ganz seltsam. Hat leider nicht sehr viel gebracht. Wer dafür umso mehr abgeräumt hat, ist da tatsächlich unser Nekromant. Da kann man ja mal hier gucken. Ja, das ist ein ziemlich fetter Haufen, der da steht. Und ich habe mir dann gedacht, da kannst du doch mit dem Nekromanten bestimmt irgendwas Lustiges anfangen. Ich habe dann hier nochmal geheilt. Ich habe halt noch versucht, irgendwie die Wargeists da rauszuziehen. Ja, da kommt jetzt die Schriftrolle des dunklen Horrors. Ja, guckt euch das an. Alter, wie das runtergeht. Oh. Oh, so richtig heftig. Das hat richtig heftig reingelötet hier. Guck mal gerade mal auf den Nekromanten. Wo steht er denn? Hier. 201 Kills durch diesen Move. Also richtig krass. Ich habe Gott sei Dank irgendwie noch die Wargeists da rausgekriegt. Das war ganz, ganz knapp. Auf der anderen Seite der Rote Herzog gegen den Meisterassassinen im Nahkampf. Was ehrlich gesagt nicht ganz fair ist, weil der Typ... Guck mal, wie klein der ist. Er ist so süß. Er ist so klein. Und da hast du einfach mal diesen riesigen Zombie-Drachen. Das ist richtig heavy. Alter. Und der steckt die ganze Zeit den Kopf durch den Baum. Was ist denn los mit dir? Ah, da geht's aber richtig los. Ja, es erscheint mir nicht ganz fair. So ein kleiner Ratten... hier gegen so einen fetten Zombie-Drachen. Aber okay, komm. Ja. Aber ich habe tatsächlich heilen müssen einmal beim Roten Herzog, weil der haut da doch ziemlich zu hier mit seinen Doppelklingen. Aber das Ganze ist demnächst gelaufen. Gar kein Ding. Ja. Eieiei. Da habe ich hier El Sif auf ihn gecastet. Er versucht natürlich wegzulaufen, weil er nicht mehr kann, aber... Ja, dafür ist er halt dann doch zu langsam. Der Rote Herzog würde sich schnappen. Und Batz, das war's mit dem Assassinen. Das war überhaupt kein Problem. Also, und damit bricht auch die gesamte restliche Armee in diesem Moment auseinander. Die Massenflucht setzt ein. Und ja, damit haben wir das für uns entschieden. Also, wie gesagt, war ein kleines Gefecht. Es hat uns ein bisschen wehgetan. Also hier, die Wargeists da, die sind ziemlich runtergegangen. Ich habe da ziemlich oft Heilungen drauf gecastet, damit die überleben. Ansonsten geht. Also, der Rest hat sich gut geschlagen, würde ich wagen zu behaupten. Wir können ja ein bisschen schneller machen. Aber, ja, ich habe dann alles halt hier wieder in die Mitte zum Mortis-Schrein gekarrt. Und man sieht es schon. Also, hier... Der Mord des Schreien mit seiner Massenregeneration, er bringt schon was, auf jeden Fall, er bringt gewaltig was. Und das ist halt immer das Schöne mit den Untoten, du kannst dich halt hier dann auf einem Blob zusammenstellen und dann immer wieder die Anrufen von der Heck reinballern, damit du da richtig schön nochmal ein paar Modelle zurückbekommst. Und ja, man sieht es ja hier, also ich lasse das jetzt hier die Zeit ablaufen. Also ja, das waren jetzt 1,5 Armeen, die wir damit vernichtet haben und unter verhältnismäßig geringen Verlusten. Wenn wir uns das gerade nochmal angucken, wo ist denn hier? Ah, hier, genau. 224 Kills für Melchior von Falkenstein, das ist durchaus gewaltig, wenn ich mir das so angucke. Also da haben andere deutlich schlechter abgeliefert. Also, ich würde sagen, da war hier der Melchior von Falkenstein auf jeden Fall heute unser MVP, glaube ich.
Ansonsten, ja, ich habe hier dann nochmal ein bisschen Magie rausgeholt und ja. Der Morteschrein tut ja das Seine, um hier nochmal so ein bisschen zu heilen. Wunderbar, wir können die Wiederholung an der Stelle beenden. Wir sehen uns dann gleich auf der Kampagnenkarte. So, damit sind wir also wieder auf der Kampagnenkarte. Ja, und damit haben wir Brion jetzt gesichert. Wir haben auch hier diese Seeregion gesichert. Ich habe die Kohle gleich mal genutzt, habe hier ein bisschen was ausgebaut. Und ich habe noch eine Sache gemacht, die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hier, ich habe noch diese Belagerungsschlacht hier bei Valaya's Light gegen den Clan Vulkan hier gemacht. Weil, ganz ehrlich, ich war es leid, jetzt das auch noch zu kommentieren, weil ganz ehrlich, das war nicht spannend, überhaupt nicht. Ihr seht, die Verluste sind quasi gleich null. Wir haben, glaube ich, 7 oder 8 Leute verloren bei dieser Schlacht. Also quasi nichts. Und das waren auch noch Wahrgeist und hier noch so ein paar Sensenreiter. So, pff, völlig lächerlich. Ja, aber ich wollte jetzt da nicht noch 3 Runden warten oder so, bis die dann Verschleiß kriegen und so weiter. Das ging mir dann doch zu langsam. Gut, also so viel dazu. Ich glaube, wir haben dann jetzt schon wieder alles gemacht. Ja, Barrage mehr, der kann da erstmal stehen bleiben. Beschädigte Gebäude brauchen wir jetzt erstmal nicht zu reparieren. Das wird schon passen. Ich würde sagen, wir beenden die Runde, beziehungsweise bevor wir das machen, gehen wir nochmal kurz auf die Diplo, ob da noch irgendwas geht. Ich weiß ja nicht. Naja, geht nicht. Flotilla in the business of despoilment. Na, okay. Gut, was haben wir hier? I am troubled. Ah, das... Ja, obwohl... Ah, okay, unsere... Achso, Krieg mit Clan Vulken, das gibt uns... Also es ist interessant, auf der einen Seite mögen sie unsere Aktion gegen den Seuchenclan, nicht auf der anderen Seite mögen sie das, wenn wir gegen den Clan Vulken vorgehen. Ich raff das teilweise nicht so ganz. My madness is not weak. I cannot guarantee your safety. Ah, okay, also irgendwie meh. Meh. Aber egal, es passt schon. Wir sind doch soweit ganz gut dabei. Ja, das ist schon okay. Was ist jetzt hier Trollschädel? Nee, ist ja richtig doof. Na gut, was mit euch? No Council of 13 here. Naja, die Radratte ist auf jeden Fall jetzt nicht so wahnsinnig geil. Ja, Wulfric lebt ja immer noch. Der battelt sich hier ja durchaus mit mächtigen Leuten da, nicht schlecht. Let me show you that the undead... Ich verstehe das nicht. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Der mag unsere Abkommen mit Khemri nicht. Der mag aber gleichzeitig, dass wir gegen den Seuchenclan vorgehen. Das ist sehr, sehr interessant. Also, naja, gut, egal. Nein, jetzt halt doch mal dein Maul. Okay, nee, da können wir nichts machen. Diplomatie ist ausgereizt. Geht jetzt erstmal nichts. Gut, dann würde ich sagen, wo gucke ich denn am besten hin? Ich gucke am besten hier, ob hier irgendwas Dummes passiert. Nächste Runde. Ah, ich habe wieder die Vampir-Ladies vergessen. Nein, ich habe wieder die Vampir-Ladies vergessen. Natürlich, die müssen sich ja auch noch bewegen. Ah, ich bin idiotisch. Manches Mal bin ich einfach ein bisschen blöd. Aber naja, gut, macht nichts. So. Gut, mal abwarten. Ich genehmige mir gerade nur noch mal kurz ein Schlöckchen von meinem Bier. Und dann gucken wir mal, was in der nächsten Runde so passiert. Le Seuchenclan. Mal gucken, was Le Seuchenclan noch so für Blödsinn macht. Bitte nicht allzu dumme Sachen. Ja, hier, ewige Eiche. Da ist doch nicht mal Garnison. Hör doch auf, mich zu verarschen. Mauern beschädigen, Alter. Echt jetzt? Ah, okay, aber sie haben nichts angegriffen. Das ist ja schon mal was. Für mich ist das ja schon mal in gewisser Weise was Positives, wenn sie das lassen. Ja, Khemri hat was erobert. Oh, sehr gut, sehr gut. Das finde ich gut. Ich habe das hier gerade gesehen da. Ah, da haben sie eine Provinz sich geholt. Nice. Wie gesagt, Khemri und Vampirfürsten ist, glaube ich, eine ziemlich gute Kombo. Das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Da wachsen unsere Reiche jetzt hier dann zusammen und das ist dann eh super. So. Zuckerbrot... Oder Peitsche. Ah, wir nehmen das Zuckerbrot. Komm. Zuckerbrot ist immer schön. Ich mag Brot. Vor allem, wenn es gezuckert ist. So. I'll take Sigmar's throne. Ed's. Your sleep grows strong. So, Freundchen. Come, impress me.
So, du gehst jetzt da mal rauf. Du guckst mal, dass du dem da den Weg abschneidest. So. So, Kumpel. Ah, Skaven Blight ist, glaube ich, gut genug gesichert. Da sollte nichts passieren. Ah, okay. Gut. So, Roter Herzog. Rotus Herzogus. Ich glaube, der sollte mal rüber nach Kennel gehen, oder? Wäre doch eine Idee. Entweder er geht nach Kennel oder er geht zur Burg Kakos. Ah, geh mal hier rüber. Ach komm, plünder mal. Ah, da gibt's hier nichts zu holen, natürlich. Na gut. Gut, dann bleibst du jetzt da einfach mal im Feindesland stehen, das passt schon. Der rote Herzog marschiert ins Feindesland und... Ach Gott, nee, Leute, lassen wir es gut sein. Was ist das hier? No, Gracie, never wrong. Oh, dieser ätzende... Oh, nö. Lass mich raten, der will haben. Naja, gut. Mal abwarten. Ja, das kann natürlich sein, dass er jetzt versucht, sich das zu holen. Ich kann es ja auch nicht ändern. Mallorca. Komm mal in Mallorca was machen. Mallorca ist gut gesichert, Alter. So. Dann würde ich sagen, ne? Vlad. This better be important. Hol dir das mal. Sleep is for the living. All shall perish! So. March. So. I want their souls. So, da können wir die Verluste schön gering halten. Nice. Oh, Geld! Swifter than death. Vlad von Karstein. Schnapp sie dir! I will alone. Nice. What do you want? Ui, ui, ein Hügelgrab oder was das ist. Obwohl, warte mal, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt ein Hügelgrab? Brauche ich so etwas? Oh, was gibt's? Was gibt's denn hier? Oh! Oh, was ist denn das? Verlorene Nekropole. Hm. Sexy. Imakeyousexy.com. Machen wir das mal. Nein, nicht aufbauen. Du sollst die Kacke abreißen. Na, sag mal. Reiß die Kacke ab. So. Das sollte eigentlich passen. Obwohl. Warte mal, was bringt das 200 Einkommen? Okay, ja, komm hier. Reiß das Ding ab. Da kommt dann als nächstes noch eine Dingens hin hier. So. Bittersteinmine. Bittersteinmine könnten wir ausbauen. Das ist gut. Obwohl, ich laber die ganze Zeit was davon, dass wir unsere Kernlande schöner machen müssen. So, Mondland. Was können wir denn da machen im Mondland? Ja, da können wir... Ja, toll, das bringt uns überhaupt nichts. Drakenhof. Was können wir in Drakenhof machen? Ja, toll. Können wir hier noch ein bisschen was besser machen. Aber... Schloss Tempelhof. Na, immer her damit. Die Blutfeste können wir mal ausbauen. Nice. Und... Ja. Dark Magic is mine to command. Ja, Hellmann, was mache ich denn mit dir? Dann gehst du mal da runter. Holst dir Karak 8 Gipfel bei Gelegenheit. Oh! The council is disappointed. Ach nee, das kann sogar sie machen. Ja, nice, dann hol du dir das. Gut, das ist auch nicht schlecht. Shed their blood. So, da haben wir den Seuchenclan drin entdeckt. Lichmaster. No mercy. Death and destruction. Nee, sie kriegt... Ja, ist ja gut. Necromancer. Gut, dann komm mal dazu. I love it. So. Alter, dass das immer noch so knapp ist. Was soll das? Ich meine, okay, gut. Gut, ich verstehe es irgendwo, ich verstehe es. Rattenoger sind unangenehm. Aber ein paar mein Gott, ja, dann sind es halt ein paar Schleuderer, meine Güte. Na gut. So, dann lassen wir das doch mal so. Genau. So, the world will drown in Vlad. So, was machen wir mit dir? Yes, my son.
Du kannst dir hier auch nichts Sinnvolles mehr holen, ne? Nee, nicht wirklich. Geh mal nach oben, Mädel. Hier ist ein Schlachtfeld, da kannst du sicherlich noch ein bisschen Verstärkung holen. Und dann machst du mal Mordheim weg und diese ganzen anderen komischen Flickenteppiche da oben. Das wird dann schon. Yes. Ei, 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 now we're talking. Okay, das ist geil. Komm, hier, hol dir Zeug. Nice. Ja, das ist gut, das nehmen wir gerne mit. Ansonsten... können wir eigentlich nicht mehr viel machen, gell? Ah, Nikola Elnig. Ja, hier ist tolles Zeug. Armee blockieren, der bringt überhaupt nichts. Ja, wie gesagt, die soll einfach nur die Karte aufdecken. Alle zupi. Können wir hier sehen. Das ist eh ganz gut. Oh, Pockenmarsch wurde also offenbar von den Vampirpiraten hier sich geholt. Kemri. Ja, ja, ist gut. Danke. Held nicht bewegt. Das ist der Barrage-Mare, nehme ich an. Jawohl. Ah, wartet mal, bevor wir weitermachen. Wo ist eigentlich Vanessa von Aberheim? Undeath Ascendant. Ah. Kill. So. Ja, ich dachte mir schon. Ja, wo ist die gute Frau denn? Flache Gewässer. Ja, ich würde mal sagen, machen wir schnell speichern. Ich würde mal sagen, das mache ich dann aber selber. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt kein großartiges Gefecht. Eigentlich sind wir drückend überlegen. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie diese Berechnung zustande kommt. Das mache ich dann tatsächlich selber. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das gemacht habe. Ich werde es euch jetzt aber nicht zeigen, weil ganz ehrlich, das ist unspektakulär. Das ist jetzt keine große Schlacht. Also bis gleich. Gut, also Vanessa hat das hier souverän für sich entschieden, deswegen ich habe euch das gar nicht eingeblendet. Ihr seht, 50 Verluste, es ist einfach nur noch lächerlich, es ist komplett kaputt. Was machen wir denn? Bringen wir sie alle um? Nee, komm hier. Move. Nanu, da haben wir doch glatt hier was versenkt. So. Yes, my son. Ja, was mache ich denn mit dir, Mädel? Ja, richtig, du solltest ja eigentlich da runter gehen. So, beeil dich mal. Dann, die Vampir-Ladies, wo sind sie denn? Warst du die Aggressive? Nee, du warst nicht so aggressiv, jawohl. Dann gehst du mal hier weiter in Richtung Süden, zum Zarion. Und ich glaube tatsächlich, dass hier Bettina hier runter, weil die soll ja irgendwie da mal hier runterkommen. Gut, Silber von Schwarzhafen. Ach ja, richtig, genau. Der habe ich ja dann noch was mitgegeben. Bittersteinmine, nee, da brauchen wir erstmal nichts zu tun. King of Darkness. This better be important. Gut. The Council is disappointed. Gut, das war das eine. Ach ja, hier. Who wishes the red kiss? Genau, du wolltest ja. Ach komm. Oh, Blutritter. Blutritter sind lecker. Blutritter sind richtig lecker. Ach komm, fast noch besser, wenn eine Flederbestie... ich bin hin und her gerissen. Na gut, erstmal was für die Luft. So, ja, genau. Und jetzt haben wir das Problem, wir können ihr nicht mehr sehr viel mitgeben. Wenn wir ihr nur eine Flederbestie mitgeben, sind wir unter Null. Das können wir nicht zulassen. Blutritter sind krass, definitiv. Das wäre halt eine schöne Ergänzung zur Kavallerie. Oder so ein Mortis-Schrein, aber nee, den können wir uns nicht leisten, nee. Nee, wir nehmen die Blutritter. Wir nehmen die Blutritter. Definitiv. Ja, sorry. Ich stehe auf die. Ich mag die Blutritter einfach. Blutritter sind sick. So. Gut, mehr können wir, glaube ich, nicht machen. Ja, beschädigte Gebäude. Bla, brauchen wir alles nicht. Gut, würde ich sagen, nächste Runde. Bin ich ja mal gespannt. Wir hoffen, dass sie nicht allzu dumme Sachen machen hier. Entschuldigung, ich hoffe, das haut da nicht immer allzu sehr gegen das Mikro, aber ab und zu muss ich mal ein Schlöckchen von meinem Bierchen trinken. Das mache ich auch nur, wenn ich später am Abend aufnehme, aber irgendwie habe ich da manchmal Bock drauf. Gut, Harganev, Seuchenclan. Was tut der Seuchenclan für lustige Sachen? Hm.
paar Mauern beschädigen gegen Skaven Blight. Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Ja, das war klar. Ja, gegen Kommandant Skrolk, da kann ich jetzt nichts ausrichten. Keine Chance. Ja, ein paar Verluste uninteressant. Ja, das holen sie sich natürlich wieder, das war klar. Ja, irgendwelche Garnisonen angreifen. Super, geil. Ah, das ist unangenehm, weil uns das jetzt auch richtig Einkommen kostet. Wisst ihr das? Ich will hoffen, dass wir jetzt nicht schon wieder bankrott sind. Ansonsten hätten wir ein kleines Problemchen. Ja, da muss sich Manfred selber ums Skrolk kümmern. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. So, was war das hier für eine Meldung? Kann ich das nochmal angucken? Alter. Siedlung geplündert. Ach so. Ah, vergesst diese Schande niemals. Ja, ja. Ist gut. Super. Ah, aber okay, wir sind nicht bankrott. Ah, weil wir noch genug Finanzmittel übrig hatten. Also zu sagen, dass ich angepisst bin, wäre vermutlich zu wenig. Jetzt fangen die wieder mit der Kacke an. Wie gesagt, ich hasse Skaven einfach nur noch. Skaven sind ätzend. Okay, gut, egal. Beschützt das mal. Ja, es wird langsam ungemütlich. Gut, Manni. Dann geh mal hier... Ja. Dann geh mal rauf. Nightmarch. Wir müssen jetzt abwarten, was der Gegner macht. So. Ja. Eine Befestigung zu bauen. Alter, sind wir knapp drüber mit dem Einkommen. I am ready. Gut, dann beeilst du dich mal. Deliver it unto me. Dann geht er nach Karak Azgal. Flat. Und Vlad geht zur Krummzahnfeste. So. My puppets dance. Gut. No mercy. No mercy, no mercy. How dare you? How dare you? Ja, da frage ich mich manchmal auch. Ach Gott. Ist halt die Frage, ne, wie das ausgeht. Wenn wir schnell speichern drücken. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Komm. Meh. Meh. Das wäre doch besser gegangen. Aber naja, gut. Komm. Oh, Geld. Ich bedanke mich. Trotzdem. I am ready. Destroy them. Zack. Dark magic is mine to command. Na gut. Oh, ihr könnt mir schon wieder tolles Zeug holen. Aber okay, passt wunderbar. Karak 8 Gipfel. Karak 8 Gipfel, da bauen wir jetzt erstmal hier das wieder auf. Außerdem kriegt der mal Skelettmauern. Dann, was ist denn das hier? Weg damit, braucht kein Mensch. Hier. Jawohl. Achso. Ah nee, ich sehe ja gerade, das passt schon sogar. Ja gut, andererseits, das ist alles relativ gut ausgebaut, ne? Ja gut, es gibt Weideland. Hier, Weideland ist immer schön. Wollen wir das verbessern? Ja. Ja, das war es trotzdem worth. Mal kurz gucken, Schwarzfels. Oh ja, Schwarzfels. Lecker, lecker Schwarzfels. Lecker Schwarzfels ausbauen. Ja. Sehr nice. Yeah. Bessere Mauern, immer gerne. Baue ich immer gerne rein. Und schon ist die Kohle wieder weg, Alter. Das gibt's ja nicht. So, besserer Varenka-Hügel. Zack. Gibt's hier irgendwas? Nee, nicht wirklich. Nullen. Kann man hier irgendwas bauen? Ah, okay. Da könnten wir demnächst so eine Blutfestung bauen, wenn wir 15.000... Wenn wir 16.000 ungefähr zusammenkriegen. Okay. Das ist eine Ansage. Expand Sylvania's borders. Gut, Mädel, dann hol dir mal Mordheim.
Drink them dry. Genau, drink them mal dry. Time to die. Ach lol, da steht ja richtig was drin. Och nö, ist das wieder eine Belagerung? Oh, ätzend. Jetzt lass mal überlegen. Das sollten wir eigentlich locker hinkriegen. Ich werde es so überlegen. Ich meine, was hat der da? Clanratten mit Speer. Clanratten. Gut, ein paar Gossenläufer. Gossenläufer, Schattenläufer, irgendein paar Schleuderer. Gut, die Rattenoger und das Katapult sind ein bisschen unangenehm, aber ganz ehrlich, nee. Nee, komm, das ist doch never ever ist das 50-50. Oh, nö. Oh, nö, muss ich jetzt das Ganze... Naja, gut, egal. Weil, machen wir schnell speichern. Oh, das ist wieder so eine nervige Sache, aber ey, komm, das brauche ich, glaube ich, auch nicht zeigen. Ich mache das jetzt hier nur, um die Verluste möglichst gering zu halten, okay? Weil, ganz ehrlich, wenn ihr euch unsere Truppen anguckt, gut, natürlich der Schrott hier, wenn der Schrott drauf geht, mein Gott, dann geht er halt drauf. Das ist uninteressant, der ist eh nur zum Kugelnfressen da. Aber wir haben so viel mehr wertvolle Einheiten. Ich meine, die haben genau zwei wertvolle Einheiten neben dem Warlock-Techniker. Nämlich die Rattenoger und das Seuchenkatapult. Der Rest hier ist Müll. Also Gossenläufer, okay, die sind vielleicht, da haben einigermaßen was drauf, aber ihr seht es ja auch hier, Fleischschild, alles Fleischschild. Also vergesst es einfach. Das mache ich kurz selber. Wir sehen uns da gleich wieder und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.